Vom Schulabbrecher zu einem der erfolgreichsten Unternehmer. Michael Hurnaus hat es geschafft. Mit seinen 32 Jahren ist er der Gründer von Tractiv, eine Art GPS-Tracker für Haustiere. Mit einer Smartphone-App können Haustierbesitzer so ihre Schützlinge wiederfinden. Also auf der einen Seite haben wir das GPS-Ortungsgerät, dass man schauen kann, wo ist der Hund, wo ist die Katze. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Fitnessgerät, das Tractiv Motion. Das ist ein Fitness- und Aktivitätstracker für Hund und Katze. Da kann man dann nachschauen, bewegt sich mein Hund genug, soll ich mehr mit meinem Hund spazieren gehen, wie viel schläft mein Hund, soll er mehr schlafen, wie auch immer. Vor 3,5 Jahren ging der gebürtige Rohrbacher mit seiner Idee online. Heute macht sein Unternehmen einen Millionenumsatz. Vom Müllviertel ins amerikanische Silicon Valley. Aber was unterscheidet uns vom Startup-Mecker in Amerika? Es ist ein Ort, wo es das Risiko des Scheiterns eigentlich nicht gibt. Es ist dort fast eine Ehre, mit seinem Startup zu scheitern. Die Menschen sind risikobereit. Sie alle wollen Risikos eingehen, das gehört dazu. Und sie wissen selbst, wenn sie scheitern, haben sie eine Lektion gelernt. Also das ist eine wichtige Einstellung, die du im Silicon Valley bekommst. Keine Angst vorm Scheitern, so auch die Philosophie etwa in England. Ein Startup zu gründen liegt dort im Trend. Es ist einfach sehr in. Ich habe heute schon gesagt, dass vor 10 Jahren die Menschen noch in einer Band spielen wollten. Heutzutage wollen sie ein Unternehmen gründen. Zu den größten Startup-Nationen der Welt zählt mittlerweile auch China. Während sich Europas Wirtschaft nur langsam von der Krise erholt, investieren die Chinesen Millionen in die Startup-Szene. Das Geheimnis ist, dass die Leute in China hungrig sind. Sie sind hungrig nach was Neuem, sie möchten was schaffen. Sie haben zum ersten Mal diese Freiheit auch, etwas zu schaffen und eine Firma zu gründen. Das durfte man ja früher gar nicht unter dem Kommunismus. Und jetzt auf einmal dürfen sie. Und sie sind super ausgebildet, kommen von den besten Universitäten. China als Vorbild, aber nicht nur. Auch Oberösterreich und da vor allem Hagenberg muss sich international nicht verstecken. In den letzten Jahren wurde viel getan, um Jungunternehmer den Weg in die Selbstständigkeit zu erleichtern. Wir führen sie bis hin zum Markt. Das heißt mit Infrastruktur, mit Coaching, mit Mentoring, auch mit finanziellen Mitteln unterstützt man die. Bisher hat der Gründerservice Tech2B mehr als 150 Patente begleitet und ein Kapital von über 25 Millionen Euro für Jungunternehmer mit aufgestellt. Alle Infos gibt's im Internet.